Wir fahren an die Westküste. Der Craig ist gut ausgerüstet. Er hat einen Trailer und für uns beide ein Mountainbike. Auf dem Weg zur Unterkunft machen wir einen Halt an einem Fluss, wo früher Gold gefunden worden ist. In Dünnissen hat man bis Mitte des letzten Jahrhunderts Kohlen abgebaut. Und die ist auf diesen Wegen bis ins Tal gekarrt worden. Gegen Abend erreichen wir unsere Unterkunft, Gentle Annie, direkt am Meer gelegen. Eine wunderbare Location. Am nächsten Tag wandere ich zu zwei verschiedenen Arches. Das sind Höhlen, die von den Flüssen gegraben worden sind. Der Craig kennt viele Pflanzen und von dem hier müssen wir herausfinden, was es ist. So. Peppery. Es ist ein Pfefferbaum. Am dritten Tag treffen wir Linda und Gary. Und mit ihnen zusammen fahren wir einen Teil vom West Coast Trail.
Der Hund hat angeblich seinen Meister verloren. Und so begleitet er uns den grössten Teil von dem Trail. Am vierten Tag fahren wir von Ross zum See von Hokitika. Der grösste Teil auf ehemaligen Eisenbahntrassee.